Habt ihr etwas gefunden? Das nicht. Keine Papiere, nichts. Das gibt's doch nicht. Etwas muss an den Gemälden sein. Denkt nach. Ich habe nachgedacht. Diese Gemälde sagen mir gar nichts. Salai, hat Leonardo seine Forschungen nicht verschlüsselt? Er schreibt manchmal rückwärts. Ezio, er hat auch Tinten hergestellt, darunter auch eine unsichtbare. Aber unsichtbare Tinte kann man doch nicht sehen. Oder doch? Ezio, benutzt eure Gabe! Davon wisst ihr also auch? Das erklärt trotzdem noch nicht, warum er die Tinte sehen kann. Ja, Adlerauge halt, ne? Ja, aber was ist das für eine Art von Tinte? Also. Ja, unsichtbare. Ja, okay, alles klar, gut. Hm. Hinterfragen wir die Logik dahinter nicht. Also, du musst mal kurz kommentieren, ich habe gerade den ganzen Mund voller Chips mit Schweineburger Fleischgeschmack. Um 11? Ja, okay, jetzt haben wir schon 12 Uhr, aber. What the fuck is wrong with you? Gott. Aufnahmesnack. Okay. Also ich habe hier gerade noch meine Tasse Kaffee neben mir stehen, ja? In einer wunderschönen Heldentasse vom Held der Steine. Kauf diese Tasse, da schmeckt alles besser draus. Wir hatten recht. Ich glaube, ich mache gut Werbung. Ich bin sehr guter Werbepartner vom Held der Steine, glaube ich. Hier ist noch eine. Also ich muss sagen, als er hier Pterosaurier als Dinosaurier bezeichnet hat, war ich ja schon niemals angemeldet, ne? Alter, der Kerl, der stellt alle möglichen Lego-Sets vor. Warum verlangst du von ihm, dass er sich so gut mit Dinosauriern auskennt, dass er den Unterschied kennt? Das kennen nur echte Nerds. Das ist echt, also, weiß ich nicht. Das wäre so, als wenn ich irgendwie von ihm verlangen würde, wenn er zum Beispiel ein Set über Star Wars vorstellt, dass er die ganze Lore von Star Wars auswendig kennt und dann irgendwie zu den Klonsoldaten, nicht Klonsoldaten, sondern oh, das ist Commander Cody und das ist Commander Rex und so sagt. Warum sollte man das wissen, wenn man sich damit nicht beschäftigt? So, also wie du siehst, die ganzen Coach-Typ-Fragmente, die ich hier gerade sehe. Ich finde das immer gut, wie du bei sowas dann so gekonnt ausweist, indem du einfach nicht drauf antwortest. Wieder hier siehst du dieser blaue Fleck, also dieser eine unpassende blaue Fleck, der kein Hinweis ist, da kann man nicht erzählen, dass das kein SpongeBob-Easter Egg ist. Viel größer kann die Blase gar nicht mehr werden. Ach Quatsch! Mach das nicht! Wir haben's geschafft. Wir haben das ganze Zimmer gestrichen und zwar ohne, dass auch nur ein Tropfen Farbe auf. Steiniges Strandgut, was ist das? Das ist Dollar gewonnen! SpongeBob Easter Egg? Nein, hier, die blaue unsichtbare Farbe, die mit nichts mehr abzuwaschen gilt, weil auf nichts anderes drauf darf als die Wand. Ansonsten reißt Leonardo war die Hintern ab. Weiße Farbe. Nee, das war blaue. Ich könnte schwören, der Witz war ja, die Farbe, die in Wände geklatscht ist, war weiß, aber die Farbe auf dem Dollarschein war witzigerweise blau. Ja, okay, gut, ja. Aber da war gerade eben nochmal ein blauer Punkt, hast du gesehen? Und wie du jetzt siehst hier, diese ganzen Koordinaten sind halt, Teile der Karte Rums, die halt zeigen, wo Leonardo halt gerade ist. Aber was ich mich frage, er versteckt er sich oder? Nee, er wurde ja entführt und er zeigt ihn halt so gesehen, dass sie hier geheim. Ja, eben, er wurde doch entführt. Wann hatte er denn die Zeit, das alles noch. Er wusste doch gar nicht, wo er hingebracht wird und was weiß ich nicht, nur alles ist. Mit diesem seid ihr fertig, wie ich sehe. Ich finde es wunderbar, wie er sich gerade übelst den Stress macht und Salai. Da fehlt echt nur noch hier der Wein in der Hand. Vor allen Dingen, der hat in der Zeit, jetzt wo Ezio die ganzen Sachen gemacht hat, hat er nicht mal geschafft aufzuräumen. Wenn er wenigstens mal das Atelier aufgeräumt hätte, was ist denn das für ein Lehrling, bitte? Das ist ein Meister, wird so entführt und er sitzt dann einfach da im Atelier und denkt sich so, ja, ich warte mal, bis er wiederkommt. Aufräumen! Er ist ein bestimmter Typ, der hier auf die Anweisung, bin mal bitte die Soße ab hier, diese hier Schnur um den Kochtopf gelegt hat. Ich habe eine. Ja, wahrscheinlich. Ich habe zwei gefunden.
falsches Gemälde. Ich habe alle Bilder gefunden. Sie scheinen sich zu ergänzen. Dann zeichnet sie ab. Bringt mir Papier und Feder. Ist das eine Karte? Zeigt mir den Eingang. Ach nee, das war ja auch noch. Wartet. Was ist mit den verbrannten Gemälden? Vielleicht werden die fehlenden Teile nicht gebraucht. Würdet ihr darauf wetten? Nein. Och, komm schon. Oh nee, kein... Das sollte nun jetzt wirklich nicht deine Aufgabe sein, sondern seine. Ja, und vor allem das Ding ist halt, um 100% zu erreichen, muss man halt sowohl die Hinweise als auch, naja, das hier zusammenlegen, alles in 5 Minuten schaffen. Naja gut, du weißt ja schon mal, was an den Rand gehört zumindest. Ne, siehst du ja an dem dicken Teil da neben dran. Ne, das gehört schon mal nicht zusammen. Muss jetzt mal gucken, aber welcher dicke Rand gehört zu welchem dicken Ende? Aber das muss halt auch nicht unbedingt sein, weil einige Teile sind ja hier verbrannt. Verbrannt, wie er inzwischen sagt, und dadurch kann man halt die Karte nur unvollständig nachbilden. Nein, das habe ich gerade genau dasselbe wieder an die falsche Stelle gelegt. Eventuell kannst du das da unten, geh mal eins runter. Das hier? Das da, wenn du das da links machst. Nee, links. Oder so? Nee. Links da oben. Links oben. Ja, ein Stück. Doch, passt das da hin? Nee. Aber da, links. Ja, genau. Da. Dreh's mal um. Tatsache. Ja. Ich muss auch gerade wieder rendern. Wo ist jetzt links? Was meint er mit links? Links, war das nicht das Gegenteil von rechts? Ich bin mir nicht. Oh, guck mal. Die Uhr tickt, also auf seinem Missionsziel werden wir schon mal nicht schaffen, aber scheiß drauf. Hast du nicht gesagt 5 Minuten? Ja, aber 5 Minuten sowohl für die Hinweise finden als auch für die Karte zusammenlegen. Ach so, okay, bei den Hinweisen hast du ja natürlich jetzt Zeit gelassen. Ja, hart Assi, ne? Ich würde mal sagen, hart Assi. Okay, die Frage ist, das kann ja auch wohin gehören, wo es kein Gegenstück gibt. Ist ja das Problem. Dieses mit den 4 Dingern da an der rechten Seite, das Teil, das ganz links, sag ich mal. Das könnte doch daneben die anderen 4 Dinger in der... Es ist so schwer zu erklären. Auch das hier passt zusammen, aber das hier passt dann wiederum nicht zusammen. Obwohl das ja, mit dem zusammenpasst. Dann gehört das vielleicht an eine andere Ecke vom Bild. Weil, guck mal gerade, das da links. Das links, also nicht das da, sondern das ganz linke. Das hier? Ich kann halt auch, nee, also das von denen, die noch übrig hast. Das? Ja. Wenn du das jetzt so drehst, dass du da an die 4 anderen Dinge, so, nochmal. Nee, nochmal. Alter, was ist das? So. Aber siehst du, das hier oben passt und das hier unten passt, aber das passt eben ja, nicht mit dem. Ja, das gehört zusammen. Vielleicht in eine andere Ecke rein. Weil guck mal, da unten, das N steht doch bestimmt für Norden. Das heißt, das muss irgendwie... Ja, das zeigt und ja in Norden. Aber wenn da unten Norden ist, wo haben wir dann Osten? Osten, wo haben wir Osten? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, der Fehler, den wir machen, ist, dass wir alles auf eine Seite vom Bild quetschen wollen. Das sieht gut aus, ja. Die Frage ist halt, ob wir es richtig, ob wir die richtige Perspektive haben. Das ist die Frage aller Fragen. Ne, da kannst du nicht hingehören, das ist ja eine Ecke. Ich kann es ja nicht verfolgen, was steht denn da unten? Panterza, was? Ja, kannst du das lesen? Nee, das kann ich nicht lesen, aber. Aber vor allem ich merke gerade, ich glaube, das hier muss unten, weil die Schrift ist verkehrt herum. Die Schrift steht Kopf, siehst du?
Wollte ich gerade sagen, ich denke, dass dieser Pfeil da mit dem Norden, der nach oben zeigt, dass das oben links in die Ecke kommt. Das da. So. So, und daran musst du dann anknüpfen. Nee, also du darfst sie natürlich nicht vertauschen, ne? Du musst dann das, was du jetzt unten zusammengesetzt hast, da oben hinsetzen. Moment, also. Ja. Das war dann noch daneben, ne? Ja. Ja, ich glaube, das kommt in eine andere Ecke, was du da hast, da unten. Also, jetzt erzählt ihr schon jemand wird, wie oft jetzt schon andere Ecke gesagt haben. Ja, ja, ich anders kann ich es ja nicht erklären. Ich kann ja schlecht auf dem Bildschirm zeigen. Das ist das Doofe, aber ich glaube, das, was du da unten machst, ist jetzt falsch. Da oben ja, aber, in der Ecke auf jeden Fall. Auf jeden Fall, die Schrift muss halt richtig rum sein. Moment, vielleicht. Ich brauche irgendwas mit. Ich glaube, du verwirrst dich gerade mehr als alles andere. Hier dieses Ding mit dem Brunnen da in der Mitte, das kommt doch an die anderen da oben dran, oder? Das da. Probier mal, ob du das eins höher da dran machen kannst. So, wenn du es drehst. Nochmal. Nee? 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 Doch so. Doch, ah. Nee, Schrift ist verkehrt rum. Man irgendwie dieses. Moment, vielleicht? Nee, nein. Probier mal, ob du den da oben hinbekommst. Ganz oben, neben das Ding mit dem N drauf. Yep, Tatsache. Ja. Und das hier ist dann. Ah, nee, das gehört dann nicht hin. Nee, das muss so irgendwo. Irgendwo hier unten, weil es hat ja auch. Irgendwo unten hin, ja. Boah, ey, das ist doch scheiße. Sag doch mal jetzt echt, das ist doch gerade so. Okay, das ist schon mal richtig. Ja, gut, das ist halt ein Rätsel, das ist mal was anderes. Ich find's tatsächlich. Ja, aber dieses optionale Zeitlimit hier, 5 Minuten, vor allem für die Hinweise. Ja, das ist halt schon wieder, aber scheiße, das optionale. Kriegst du. Kann man überlegen. Kriegst du das da? Kriegst du das da neben das oben drüber? Also wenn du jetzt eins hochgehst, noch eins hoch? Ja, rechts davon. Ja, da. Kriegst du das da, wenn du es drehst, irgendwie dran? Nee, okay, das geht leider nicht. Gedacht wegen den. Oh, warte, da geht's aber dran. Okay, interessant. Nee, tut's nicht. Hier. Eventuell kriegst du das mit dem Brunnen unter das da. Also dahin. Aber ganz ehrlich, das hier hinten sind doch Berge. Das sollen doch Berge sein. Berg ist doch, knallt doch nicht auf die Seite. Ein Berg kann doch nicht umkippen. Das ist doch eine Karte von oben. Ist doch kein Berg. Ist doch ein Weg. Wie kommst du da drauf, dass es auf einmal Berge sind, wenn alles andere Straßen sind? Na, hier ist doch der Hügel. Der Hügel und darunter sind die Straßen. Meinst du? Nee, das ist eine Straße. Warum sollten die da auf einmal was in den Hintergrund zeichnen? Das ist doch alles von der Vogelperspektive und dann machen die auf einmal die Seitwärtsperspektive oder was? So, okay. Oh, das klappt schon wieder. Und das andere kannst du doch daneben machen. Du hast doch gerade eben schon gesehen, dass das gepasst hat hier. Also, das da. Bisschen drehen. So. Ja. Das geht da. Nee. Nee, leider nicht. Das geht nicht dahin. Weil hier, das passt dann ja auch nicht. Achso, ja, okay, das muss vielleicht in eine andere Ecke rein. Ja, ja. Jetzt ist nur noch. Das. Was ist denn. Das ist noch falsch und das kannst du daneben machen. Ja! Ja, und was ist jetzt uns besonders? Warum? Einige Stücke sind in der Villa verloren gegangen, ja und? Ja. Aber du kannst ja sehen, wo es ist. Da oben, wo es leuchtet. Ja, Tatsache, aber wie kommt es jetzt ausgerechnet auf die Idee, wenn auch da oben vier Kreise mit Kreuzen sind? Das ist eine sehr gute Frage.
Vielleicht steht er ja irgendwie auf was auch immer für eine Sprache, dass er da ist. Ich weiß es nicht. Hier, der Eingang zu den Katakomben. Geht. Bringt ihn mir zurück. Halte durch, alter Freund. Ich komme. Was ist sein Schüler eigentlich für ein Horst? Geht. Bringt die mir zurück. Apropos Macht die Arbeit. Apropos Horst, warum habe ich einen Hammer? Ist doch egal. So, ich würde sagen, bevor wir jetzt Leonardo retten, können wir kurz mal Leonardo besuchen gehen. Man hat mich ja. Hm? Ja, für eine gute also Leonardo, wir haben deine Tinte gefunden, nur um halt 100 Meter weiter in irgendeine Himmelsrichtung, die ich dich gerade nicht deuten kann, zu watscheln. Ja, und dann gehen wir erstmal Eis essen und dann, gehen wir zurück zusammen. Genau, dann gehen wir kurz, dann quatschen wir kurz, essen Eis zusammen und dann befreien wir dich, alles klar? Ja, und dann ein bisschen Roastbeef, ein Hühnchen, eine Pizza, ich gehe nochmal kurz, nur für den Fall, dass wir Assassinen rekruten, dass ich die nicht einsetzen konnte, weil ich die irgendwie auf eine Mission geschickt habe, aber ich glaube ehrlich gesagt eher nicht. Hast du die alle schon hochgelevelt eigentlich? Ja klar, schon Maximum, schon lange. Ja gut, hätte ich mir denken können. Benutze die eigentlich oft im Spiel? Ja, also ich habe sie halt am Anfang immer bei den optionalen Missionszielen halt benutzt. Und nach einer Weile, wo sie halt alle hoch gewesen, also alle auf Meister erstens die Level sind, habe ich sie dann halt immer bei mir gehalten und halt gar nicht mehr auf Missionen gesetzt. Ich habe die halt so oft benutzt während des Spiels, also als aktives Teil vom Gameplay. Ich fand das Feature damals richtig cool. Mehr kann ich dir nicht anbieten. Du musst es allein schaffen. Leonardo, warte, wir müssen dich doch retten. Du siehst ja, wie er in diese Richtung geht. Wenn er jetzt da unten einfach liegen würde. Ich. So, Karte. Oh. Borderlands ist schon fertig gerendert, krass. Tatsache. Ach ja, wie du hier siehst, die ganzen Monturen. Alles da. Leider ist der Desmond halt nicht als Festmontur geplant. Und so sieht Rain aus. Warte. Lass mich mal grad gucken. Ach ja. Das aber, ich meine, ich glaube, der sieht in Metal Gear Solid genauso aus. Ja, aber er hat halt jedenfalls eine komplette Aufnahme. Aber wie kam das eigentlich mit dem Raiden-Kostüm? Was hat denn Hideo Kojima mit Assassin's Creed zu tun? Ach, keine Ahnung. Vielleicht ist auch irgendwas mit Konami oder so. Vielleicht gehen die zusammen golfen. Da habe ich gedacht, muss man einen Skin einbauen von dem. Die Assassin's Creed Fans bestimmt richtig Bock drauf. Oh Gott. Okay, Portal Knights. Das war hier bei Assassin's Creed Origins, wo er halt irgendwie. Oh, jetzt muss ich gerade mal überlegen hier. Final Fantasy hat irgendwie so ein Assassin's Creed Programm gehabt, die sich halt revanchiert haben, dass es halt in Origins eine Final Fantasy Quest gab, wo man halt dieses besondere Schwert und dieses komische Reittier halt. Holen konnte. Achso. Okay, Landrattenlandung, also ja. Die Landrattenlandung. Die Randlattenlandung. Ja. Was ist Dreckfressen, ne? Randlatten. Plötzlich zu deinem Herrschaftsdingens. Und vor allem hier, obwohl halt diese Hermeskultisten, ja nun mal nichts mit dem Templer zu tun haben, verstecken sich natürlich in einem Templer-Versteck. Aber mir war so, als wenn die Mission außerhalb von Rom spielen würde, aber hatte ich denn anscheinend doch falsche Erinnerungen.